Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Ponymon. Ja, was hatten wir das letzte Mal gemacht? Wir haben den neuen Start begonnen. Und zwar in der quasi zweiten Staffel von Ponymon. Da ja das erste Spiel etwas kurz war, wird es also jetzt mit diesem Pony-Spiel quasi weitergehen. Ja, und ohne großes Ziel wieder Zeit zu schinden. Gehen wir auch gleich ins Abenteuer, sobald wir Twilight ein bisschen aufgeheilt haben. So. Und nun kann das Abenteuer auch fortgesetzt werden. Ah, Mann. Ja. Unsere Rennschuhe funktionieren perfekt. Super. Kommt mir beinahe so vor, als würde der Inliner oder sowas tragen oder beziehungsweise anziehen, damit er schnell wird. Denn warum sollte er nicht schnell laufen können? Und der nächste Trainer, der uns natürlich herausfordern möchte und will uns zeigen, dass er der bessere Brony ist. Auf eine Art und Weise. Allerdings ist das ja kein Pony, das er gerade da rausnimmt, sondern das ist ein Hund. Ja. Dann werden wir gleich mal Konvulsion einsetzen. Das bringt natürlich sicherlich auch noch was. Nein, hat überhaupt gar keine Wirkung. So, ja. Und dann müssen wir wohl doch mit Tackle angreifen. So. Nicht, dass jetzt zu viel Zeit geschindet wird. Hab gerade nur was noch kurz nachgeschaut. Während des Let's Plays. Das passt ja super gut. Alles muss man machen. Tja. Und wir sind auf Level 8 mit Twilight. Das ist doch super. Also war ja nicht ganz umsonst. Da haben wir wenigstens ein bisschen leveln können. So, und das Abenteuer kann jetzt auch wieder weitergehen. Sobald dieser Kampf vorbei ist. Ah ja, ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass wir vielleicht versuchen, Angel Bunny zu fangen. Das können wir jetzt mal versuchen. Auch jetzt, wo die Chance dabei besteht. So wie ich natürlich auch weiß, bekommt man so gut wie jedes Pony anschließend in sein Team. Und das heißt, wir bekommen auch Fluttershy. Also von Angel Bunny quasi die Besitzerin. Jo, und wir haben ihn gefangen. Wunderbar. Nein, ich möchte denen keinen Spitznamen geben. So. Und das war natürlich wieder etwas, was ich nicht unbedingt wollte. Das ist wieder passiert. Eieiei, was man nicht alles tut. Tja, so ist es halt. Gehen wir mal außen rum. Ich habe jetzt keine Lust jetzt groß. Ich versuche jetzt ein bisschen auszuweichen. Nein! Nein, 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 nein. Das gibt's doch jetzt gar nicht. Wenigstens zum Focus Center. Damit ich wenigstens heilen kann. Oder eher gesagt, Pony Center. So! Und damit haben wir es auch geschafft. Ein Glück. Somit können wir unsere Ponys wenigstens heilen. Vielen Dank. So, dann können wir auch weitermachen. Wir können natürlich auch noch ein bisschen trainieren. Das könnte natürlich auch ein bisschen Pluspunkte bekommen. Zu der Arena, da kommen wir noch. Da werden wir noch zukommen. Ein Typ mit einer Sonnenbrille. Der fühlt sich wohl cool.
Auf Wiedersehen. Typ mit der Sonnenbrille. Ja. Dann wollen wir mal hier weitersetzen. Und ein nächster Kampf. Bevor wir ins Dunkle, in den dunklen Wald eintreten. Ja. Kurz mal aushusten, bevor ich hier durchgarte hier. Und Angriff ist die beste Verteidigung. Zumindest ist bei solchen Spielen ist das natürlich Tatsache. Wer hier zuerst angreift, hat natürlich gewonnen. Bisher lief ja schon alles ziemlich gut. Ein bisschen ruhig, ein bisschen ruhige Stimmung alles. Ja, das ist ganz schön okay. Und der nächste Kampf. Der nächste Herausforderer. Na, so weit kommt es also. Los, Twilight. Zeig, was du drauf hast. Ach, jetzt habe ich Tackle gemacht. Das bringt doch nicht viel. Die Attacke bringt mehr. Das ist das Positive, wenn man ein magisches Pony besitzt. Ein Pony, das natürlich auch magische Kräfte hat, weil es nämlich Zauberkräfte erlernt. Und das nächste, Angel the Bunny. Yep, das bringt natürlich Pluspunkte. Nein, ich will nicht wechseln. Ich hoffe, dass wir noch zu dem einen Kampf noch kommen werden. Zu dem Hauptkampf, den ich eigentlich hier noch machen muss. Der kurz vor dem Ende ist. Ansonsten wird das wahrscheinlich dann in der nächsten Folge setzen. Aber wir haben ja noch Zeit, so ist es jetzt nicht. Ich stehe immer bei der Hälfte der Zeit und versuche immer ein bisschen zu positiven zu sehen. So! Ab geht's. Genau diesen Kampf, den meine ich, den will ich natürlich noch durchsetzen. Denn da kommt nämlich ein böser Brony-Fan. Könnte man sagen. Der will sich natürlich uns natürlich hinterstellen und will uns herausfordern. Aber die Herausforderung nehmen wir doch gerne an. Warum auch nicht? Warum sollten wir ihn erst stehen lassen? Allerdings mit dem gleichen Level, naja, okay. Ach, die Attacke bringt doch gar nichts. Ich bin doch ein Spussel. Hey, wirf doch nicht jedes Mal mit Sand. Hey. Er muss einen großen Sandkasten bei sich haben. Und jetzt kann ich nichts mehr sehen. Er hat mich voll genebelt. Anscheinend. Gut, dass man sich auch ein bisschen abwehren kann. Aber die Attacke bringt auch nicht immer viel. Sie vermeidet ein bisschen, aber es ist nicht gerade das Beste. Ich glaube, die schwächste Attacke ist sogar Platscher. Und warum es diese Attacke gibt, ist wohl für mich heute noch eine ziemliche große Frage. Warum gibt es diese Attacke Platscher? Jetzt in diesen ganz normalen Pokémon-Spielen halt. Das hat mich jedes Mal gewundert. Es gibt diese Attacke und das ist eine nutzlose Attacke im Grunde. Und so nutzlos wie die Attacke sein mag. Ein Carpador, wie man damals, jetzt komme ich wieder auf ein anderes Thema. Ein Carpador jetzt hat eine Attacke namens Platscher und kann sich entwickeln durch ein riesengroßes, ja, man könnte sagen, einen riesengroßen Fischdrachen.
Und das ist unglaublich. Ja! Wie wir jetzt sehen, ich habe jetzt diesen Kampf jetzt fertig gemacht und wir sind auch wieder am Ende. Ja, ich bedanke mich auch wieder mal fürs Ansehen. Freue mich auf eure Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier, beziehungsweise werden in der Richtung der nächsten Stadt uns wieder treffen. Ja, bis dahin sage ich Tschüsschen!